Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Hokus Pokus Orakel im Zeitraum von 7. Mai bis 13. Mai 2018. Die Damen lieben Orakel. Und die Männer sagen dazu, das ist so ein Hokuspokus. Wenn ich überlege, die Männer kommen etwas zu kurz. Und ich habe Gedanken gemacht, wie wäre mal ein Orakel für Männer. Und mir ist nichts Passendes eingefallen als ein Hokuspokus-Orakel. Und schauen wir an, die Hauptthema die Woche zeigt diese Karte an in die Mitte. Diese Karte hat mehrere Bedeutungen. Das bedeutet entweder, dass ihr vergrößert etwas. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr Unternehmungen habt, auch geschäftlich, beruflich mit einem großen Unternehmen. Diese Karte ist auch ein Symbol für eine Großstadt, dass ihr da Termin habt oder einen Umzug oder ihr wohnt in dieser Großstadt und da kommen die Aktivitäten. Diese Karte bedeutet auch als ein Mensch zu beschreiben, eine große, schlanke Mann oder Frau, dass diese Person gerade in die Tagen eine Rolle spielt. Jetzt schauen wir an die Kommunikation. Wie verlaufen die Gespräche, die Termine, die Handlungen? Worauf sollt ihr achten? Das zeigt diese Karte an. Keine schöne Karte, weil diese Karte heißt Lügen und Intrigen. Also seid ihr achtsam, wenn ihr Informationen bekommt, dann sollt ihr nachdenklich sein, entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Dann schauen wir an die Gefühle, die Liebesleben. Aber Gefühlen bedeutet die Begeisterung von etwas, euren Berufung oder Selbstständigkeit, all das, wo ihr mit Herz dabei seid. Und das zeigt diese Karte an. Ihr beherrscht das alles. Ihr beherrscht euren Gefühlen in Beziehungen, trifft klare Entscheidungen. Und wenn es um Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit geht, dann seid ihr von euch selbst überzeugt. Wo sollt ihr die Kraft einsetzen jetzt in die Tagen? Das zeigt hier diese Karte an. Der Rückzug ist angebracht. Ihr braucht zurzeit die innere Kraft. Und wo findet ihr das? In die Ruhe. In die Ruhe liegt die Kraft. Diese Karte kann auch bedeuten eine spirituelle Richtung, dass ihr sollt in die Richtung orientieren, konzentrieren und natürlich die Energie in diese Richtung lenken. Jetzt schauen wir an, das Glück oder hindert euch etwas im Glück, aber das kann auch um die Gerechtigkeit gehen oder eine rechtliche Lage. Das sind die Themen, was diese Karte zeigt. Es hängt alles in Luft. Wenn das um Glück geht, Chancen, natürlich jetzt in diesem Zeitraum, in den kommenden Tagen, Chancen, Möglichkeiten, ihr könnt das nicht einordnen. Ihr habt das Gefühl, das hängt alles in Luft. Wenn das um eine rechtliche Lage geht, habt ihr auch nicht die Struktur, sondern auch wieder das Gefühl, es ist alles noch in die Schwebe.
Hier ist wichtig, entweder abwarten, bis sich das alles verbessert, oder versuchen, die Richtung ändern oder die Einstellung etwas mit anderen Augen betrachten. Wo habt ihr Lernaufgabe zurzeit? Diese Karte bedeutet etwas loslassen, von etwas verabschieden. All das, was hindert, stört, oft sind es eigene Gefühle wie Angst. Und natürlich diesen Moment genießen und diese Chance wahrnehmen. Das kann die Liebe sein, eine Verabredung, kann auch eine geschäftliche Termin handeln, dass ihr diese Augenblicke ergreift, aber vorher etwas verabschieden, loslassen oder etwas beenden und dann etwas Neues beginnen und es kommt spontan. Wo kommen die Veränderungen? Das zeigt diese Karte an. Ihr bekommt eine Einladung und das kommt wirklich von Herzen. Das kann auch bedeuten, dass eure Haltung sollt ihr verändern und diese Einladung aussprechen. Welche Träume, Wünsche, Sehnsüchte habt ihr? Ist es möglich, das Umsetzen in Tat? Das beantwortet diese Karte. Das ist schon der Neuanfang. All das, was euch begeistert, dann könnt ihr auch jetzt starten. Wo liegt das innere Kraft? Oder was befreit euch gerade? Das zeigt diese Karte an. Die Liebe, Partnerschaft und die Gefühle, das, was euch gerade trägt. Nun, das war mein Hokuspokus-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.